Tri, tra, trulala, ja, da seid ihr wieder da. Nee, ich auch. Ach so, nee, gut. Hallihallöchen. Sodele. Ja, Moment mal, jetzt muss ich erstmal das Spiel wieder anklicken. So. Ja, Autosave muss auch wieder sein, logischerweise. Ja, wir waren ja das letzte Mal hier ein wenig stehen geblieben, dass wir den ganzen Kram hier umbauen müssen, wollen, tun, täten. Und das gefällt mir alles so nicht. Ich hätte ja am liebsten 4 Schienen oder so. Vielleicht werde ich es auch komplett umbauen. Also, dass wir irgendwie das Ganze noch tiefer legen, etc. Dann könnten wir vielleicht hier noch eine 4. Schiene hinlegen, wobei... ja, die wird auch nicht bis hier hinten ranreichen, ne? Also, das können wir knicken. In dem Sinne. Aber da wir ja hier die ganzen Arme haben und so weiter, hallo, Hallöchen, lieber Zug, ja, müssen wir halt dieses Fließband hier auch umlegen, damit das alles so ein bisschen mehr funktioniert. Es war dann ein bisschen unüberlegt gebaut. Dachte eigentlich nur, naja, wenn das Wasser von unten nach oben fließt und so weiter, hier oben hat es ja 100 Grad, dann schließe ich das Ganze quasi mal anders an, was ja auch soweit funktioniert hat. Also wenn wir hier die Leistung sehen und alles, ja, Temperatur 100 Grad, Leistung wunderbar und das geht dann nach unten hindurch, anstatt irgendwie andersrum. Wenn ich es hier unten übrigens auch anschließe, ne, also schauen wir uns den hier mal an, der hat 100 Grad derzeit, der hat eine Spitzenleistung und so weiter. Haben wir noch Rohre? Rohre? Nö, haben wir nicht. So, also wenn ich den jetzt hier unten mit anschließe. Jetzt roll mich. Komm, roll mich. Ja, feini, feini, machst du toll. Letztens habe ich das ausprobiert. Ich wollte ja so eine Art Kreislauf laufen lassen. So, Temperatur. Ja, da geht's runter. Na also, und zwar genau dieser Effekt. Ja, ohne diesen Anschluss nach unten hin ist die Temperatur 100 Grad von oben aus, ne? Das Wasser hier geflossen. Aber es soll ja von oben nach unten fließen, aber irgendwie fließt es jetzt von beiden Seiten in diese schöne Maschine. Und dementsprechend geht die Gradzahl sowas von in den Keller. Das kann man sich nicht vorstellen, ja? Also... So, und von daher macht es denn keinen Sinn, das anzuschließen, wenn ich es abschließe, also wieder quasi unten das Teil wegnehme, sieht man, zack, die Wack ist die Temperatur gleich wieder auf 100 Grad. Also, ne, das macht dann in dem Sinne keinen Sinn, das hier unten irgendwie anschließen zu wollen. So, aber, jetzt will ich natürlich das Ganze nicht so weit kaputt machen. Zudem, wie gesagt, durch das Wasser da drüben kriegen wahrscheinlich eh keine 4. Schiene hier wirklich zum Laufen. Aber egal. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem ein bisschen tiefer, wenn es geht. Mit dem ganzen Gedösel. Ja, leider kann man hier keine Brücke drüber bauen oder so. Wir könnten höchstens hingehen und das Ganze versuchen, unterirdisch zu tunneln. Falscher Knopf. Irgendwann lege ich die Dinger um oder so. Von hier nach da. Hoah, das wäre doch mal was. Jawoll. So, jetzt haben wir quasi das Wasserpfützchen da unterirdisch getunnelt. Das geht. Allerdings kommen wir dann natürlich hier unten raus. So. Und nicht mehr hier oben. Aber naja, das soll ja nicht so das Problem sein. Habe ich mal gehört. Ich bin am überlegen, mache ich noch eine Schiene dahin oder ja, setze ich den Bahnhof hier ganz oben auch um, da hätten wir ja noch ein bisschen Platz nach oben hin, allerdings müsste ich dann auch die komplette Schiene umsetzen und alles, also spätestens hier so, dass wir die Schiene irgendwie versetzen täten, allerdings sehen wir schon, hier kommen wir gegen die Maschine. Das ist dann nicht so prickelnd.
wäre dann hier lang und dann hier so in der Richtung. Und da oben kommen wir dann auch irgendwo dran. Ja, das ist dann... Nee, das ist alles nicht prickelnd. Dann müssten wir es wirklich von vornherein hinten umbauen quasi. Jetzt hoffe ich, der... Ach, der Zisch steht ja hier. Hallihallo. Warte mal, können wir den Quatsch hier aufheben? Ja, wunderbar. Ich steig mal mit ein, ne? So, warte mal, obwohl... ja, jetzt fährt er auch schön ab. Tüdelü. Ach, ich liebe diese Züge. Ich weiß auch nicht. Im Übrigen, ich habe ja jetzt ein neues Mainboard hier geholt und so weiter. Hatte ich ja schon am Anfang quasi gesagt. Und mir ist jetzt erst quasi irgendwie aufgefallen, dass es wohl ein, Moment, wie heißt es, Low-End Mainboard sein soll. Wo ich dann auch sage, okay, da hätte ich mich natürlich ein bisschen vorher informieren können müssen, tun sollen. Hm, ja, richtig. Aber es gibt auch keine anderen mehr in dem Sinne für den alten Slot Socket, ja Socket eigentlich, 775. Ja komm, habe ich wieder losgelassen oder eierst du rum hier? Eier hier nicht rum. So, und zwar ist das Problem, es ist ein Low-End-Mainboard und es unterstützt zwar den Q9550 Prozessor, aber nicht in dem Sinne, wie wir es gerne hätten. Das bedeutet natürlich, ja, ich bin am überlegen, wie ich diese Schiene umbaue. Das bedeutet natürlich, dass gleich wird auch dieser Zug vorbeirasen. Ja, zudem wollte ich hier eigentlich vielleicht auch noch eine Station hinbauen, wo wir demnächst dann Kupfer noch abgreifen könnten. Und ich habe überhaupt keine Platten, nichts mit, wa? Ja, aber Bahnschienen haben wir ein paar. Super. Nee, also das bedeutet natürlich, dass es irgendwie schon das Beste der drei MATA-X, die ich ausgesucht habe, weil die anderen beiden, die sind noch schlechter. Ganz einfach schlicht und ergreifend, die sind einfach schlechter. Und ja. Aber daher kommt auch dieses ganze Gelegge und Gedüse und... Ah. Also wenn, müssten wir das hier umbauen quasi nach oben hin. Och, das ist doch ein Traum. Da kötze ich an den Baum. Ja, nee, also, das, ich weiß es nicht. Aber naja, irgendwas müssen wir uns ja einfallen lassen, wenn wir da wirklich mal vier Schienen hinhaben wollen, haben und hätten. Ja. Weder untertunnel ich hier mit dem Plaste. So ungefähr. Das wäre auch eine Möglichkeit. Es gibt ja die Möglichkeit des Untertunnelns, so ungefähr. So und so und dann ja, stört das eigentlich auch nicht mehr, wenn wir das Plaste so legen würden. Oh, um die Ecke. So und dann hier rum. Jetzt müssen wir nur gucken mit der Schiene und allem. Ja, das sollte auch nicht problematisch sein. Dann entweder habe ich jetzt das ganze Plastik da hinten auf. Und ja, ich glaube, das mache ich mal. Jui. Nee, jetzt runter vom Fließband und dann daneben stellen. Ja, also was bedeutet das im Klaren in dem Sinne? Also es unterstützt zwar diesen Prozessor, aber quasi ja von der Taktung und allem her auch irgendwo. Das finde ich sowieso genial, ne? Also man kann ein OC mit diesem Bane-Mod machen. Allerdings, wenn ich das mache und quasi die CPU hochpimpe auf 3,2 etc., was zwar geht und so weiter, im BIOS wird es auch angezeigt, dass er 3,2 GHz fahren würde, obwohl er normalerweise im Standard 2,83, glaube ich, oder so ein Quatsch macht. Allerdings mit einem guten Kühlsystem und so weiter kann man das Ganze auch mal eben auf so tralala. Moment, lasst mich überlegen. Ich glaube 3,4 GHz waren es, glaube ich, Maximum. Dann knickt erst quasi die CPU ein. Die schöne Vierkerner. Aber das nützt mir alles nichts, weil
Spätestens Windows sagt schon mal so, nö, der läuft auf seinem Standardtakt. Und jetzt habe ich ja auch, wie gesagt, einige, ja, Tools quasi runtergeladen und sonstiges, um das Ganze mal so ein bisschen überwachen zu können und zu gucken und zu schauen, inwiefern ja überhaupt hier alles läuft und so. Und habe dort auch nach dem OC gesehen, und also dem Overclock. Und da ist es genauso, dass auch dieses Tool sagt, Moment mal, die CPU läuft auf Normaltakt. Wo ich dann sage, hallo? Das kann nicht sein. Ich stelle sie in BIOS um. Ich mache, ich tue. Etc. Und dann läuft sie trotzdem auf dem Standardtakt? Das kann nicht sein. So, dann habe ich... übrigens, das war Everest at Home, das Tool, was mir das angezeigt hat. Ich weiß, es ist ein bisschen älter und alles. Und es soll nicht mehr so präzise sein. Und sagt auch, ich hätte einen... ja, es ist ja ein Core-to-Duo. Also sprich, zwei Zweikerner zusammengefasst zu einem Vierkerner, wenn man es mal genau nimmt. Und ja, wir müssen immer noch irgendwie anders verfahren. Das wird so nichts. Irgendwie. Boah, irgendwie, dass das... Dieses Gestürme-Soundtrack, das nervt so ein bisschen, ne? Weiß ich nicht. Dieser Anfang davon, dieses Gestürme halt, ne? Also ich hätte eine Idee, wie wir das anders machen könnten. Allerdings machen wir mal hier 3. So. Ja, da oben ist immer noch der Kupfer. Das ist schön. Das kann da bleiben. Hallo Sunny! Na, wie geht's dir denn so, meine Süße? Ja, nee. Ich wollte hier schon irgendwie hoch. So. Na, ja, jetzt haben wir 4 oder so, ne? Egal. Wir werden mal schauen. Wir müssen nämlich hier hinten rauskommen. Quasi 1 tiefer. Und das ist hier gar nicht so einfach, muss ich mal wirklich dazu sagen. Und wir roden hier gerade den Wald ab bis zum Umfallen, was natürlich die Luftverschmutzung nicht schöner macht. So, jedenfalls, ja, habe ich das Ganze auch nicht im OC quasi mir angesehen. Und dort ist es auch so, dass die CPU quasi unter ihrem Normaltakt läuft. Also die schwankt total. Okay, Schwankung ist normal in dem Sinne. Aber die schwankt sowas von. Das ist nicht mehr feierlich, ne? Also so hätten wir es vielleicht gerne. Obwohl, 1 höher, reicht 1 höher? Ich glaube, nein. Aber dann müssten wir hier die ganzen Maschinen abreißen, ne? Ja, müssen wir gucken. Müssen wir mal gucken. Boah, das wird ja wieder ein umgebaut. Juhu. Jedenfalls läuft es nicht so wirklich, wie es soll. Oder sollte. Oder so. Nee, jetzt. Genau. Reißt du das Stück da mal ab? Das da? Danke. Cool, so sind wir. Okay, dann reißt das Stück hier bitte auch noch ab. Dann machen wir hier einfach eine S-Kurve und dann ja, sind wir so. So wie wir sind, sind wir dann halt. Das kommt hier aber ganz knapp unter die Maschinen lang, ne? So, jetzt müssen wir das hier auch abreißen. Es sollte aber gehen. Hallo? Hallo? Ne, willst du nicht? Gut. Also diese Untertunnelung müssen wir jetzt auch umbauen, quasi. Weil die gehört ja jetzt woanders hin. Oh Gott, das wird ja alles halt umgebaut. Yay. Ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt so mache, könnt ihr das da überhaupt reinlegen? Das sieht man jetzt auch nicht, ne? Weil, boah. Aber es sieht so aus, ne? Als würden sie das da reinlegen können. Weil da gibt es immer so ein kleines Problem mit diesem direkt in den Tunnel legen teilweise, dass die das einfach nicht können. Aber naja, schauen wir mal. So, jetzt könnte man das hier einfach mal aufheben. Diesen schönen Brennstoff. Übrigens, oh Gott, der ist ja schon mit 49 Volt, der mit 48, also bis 50 geht's. Toll. Nee, das ist mir gerade alles nix. Du machst auch keinen Brennstoff, ne?
Nee, die machen auch alle keinen Brennstoff. Das ist ein bisschen blöde. Naja, gut. Ach, die Firma hier ist zu tief, wa? Jep, ist sie. Ach, nee, das ist doch blöde. Warte mal, wenn ich das hier abreiße, die Firma abreiße, ja klar, warum nicht? Was hatte sie gebaut? Ich hätte gucken sollen. Also die schöne Chemiefabrik. Nee, wenn andersrum. So hier, dann müsste sie theoretisch das Zeug auch rein. Ich glaube, das war für Plaste, ne? Ja. Ah, wunderbar, jetzt haben wir sie eins höher gesetzt. Sie ist direkt an den Tank gebunden. Zwar hatte ich das so ein Stück freigelassen, extra in dem Sinne, falls wir irgendwie mal von hier aus abfüllen müssen, aber wir haben ja nach oben hin noch quasi den Tankstutzen, dass wir da quasi auch abbauen könnten. So, jetzt muss ich allerdings diesen Zug auf die andere Schiene bringen. Haha, das wird ein Spaß. So, Dele. Aber jetzt bauen wir es erstmal hier zu Ende. So, und damit nächste Problem. Wer bist du? Woher kommst du? Und was hattest du drin?